Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft mit und von eurem Das Steffen Zockt. Ich wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß bei dieser Folge und wir werden jetzt erstmal Bäume fällen gehen. Bisschen Holz formen, weil ich werde jetzt auf jeden Fall wieder einiges an Holz gebrauchen. Und ja. Werde ich mir jetzt mal holen. Jetzt habe ich gerade keine Leine. Scheiße. Hier ist mich gerade ein Pferd. Das würde ich jetzt am liebsten schon mal in meine Stallung schaffen. Und da einsperren. Dass ich das schon mal safe habe. Warte mal. Wo ist denn jetzt. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Warte mal. Wann ist mein Haus hier genau? Mal gucken, was habe ich denn eigentlich hier noch in den Kisten drin? Habe ich überhaupt noch irgendwas Brauchbares in den Kisten? Oder in der Kiste? Naja, nicht wirklich. Das Glas hier könnte ich noch mitnehmen. Aber das war es schon. Kann ich wieder abtreten hier. Nichts Brauchbares da. Aber jetzt gehe ich einfach so meine Baumplantage. Plantage. Und werde mir mal das Holz holen, was ich brauche. Okay, hier liegt noch ein Stack rum. Das wundert mich eigentlich so ein bisschen. Dass da noch einer da liegt. Der hätte doch eigentlich schon längst despawned sein müssen. Wenn man es so nimmt. Nach den Despawn-Regeln von Minecraft. Achso, das Ding steht ja noch da hier, deswegen fliegen die hier rum. Habe ich das gerade gewundert, warum fliegen die hier noch rum? Aber da steht ja ihr Nest noch in der Luft. Da soll ich dir mal ein paar Stacks hinmachen, wieder Baumstacks, dass es wenigstens so aussieht, als er irgendwo dran hängt. Das sieht schon ein bisschen komisch jetzt aus, wie das so in der Luft hängt. Ist kein Megabaum doch, oder doch ist es. Gut, den lasse ich stehen. Megabäume lasse ich immer stehen. Ihr kennt mich ja, dass ich Megabäume sehr gern habe. Weil die immer cool aussehen. Und bis aufwendig sind wegzuhacken. Deswegen lasse ich es einfach mal stehen. Guck mal, hier ist noch alles da. Und wenn man denkt, das habe ich alles dazu mal abgeerntet in der letzten Aufnahmesession. Und das ist jetzt auch schon gut eine Woche her, ne, wo ich das gemacht habe. Aber es ist einfach alles mal noch da, ne? Schon krass. Ist ein bisschen erstaunlich, dass das so lange da bleibt. Weil die Spawn-Regel ist, glaube ich, 10, 15 Minuten. Und dieser da weit schon übertreten. Die Zeit. Aber es ist einfach noch alles mal da von der letzten Aufnahmesession. Was mich echt ein bisschen verblüfft und verwundert. Aber egal. Was man hat, hat man. Was man noch extra hat als Bonus ist doch besser. Weil da hat man noch mehr. Und kann noch viel mehr dann machen dadurch. Weil man es einfach wie ein kleinen Bonus noch als extra hat. Gut, das kann ich wenigstens dann mal schon mal die Marktbuden anfangen zu bauen. Mit der Menge an Holz, das dürfte definitiv reichen. Definitiv. Würde mich wundern, wenn es nicht reichen würde. Ich habe immerhin schon einen halben Stack voll. Also, damit muss man echt schon weit kommen, theoretisch. So, drei Bäume können wir noch abkloppen hier. Drei Stacks habe ich noch. Jetzt nur noch zwei. Ihr seht, ich nutze das richtig aus. Die sechs, die Setzlinge, die ich jetzt als kleinen Plusbonus habe, die von der letzten Aufnahme selbst noch alle da sind, komischerweise. Die nutze ich gleich aus, einfach gleich wieder aufzuforsten. Und da habe ich ja gleich auf automatisch wieder Bonus von den ganzen
Bäumen, die ich jetzt abgefällt habe, habe ich jetzt wieder Bonus, weil ich die ja gleich wieder gesetzt habe, die ich jetzt gefunden habe. Und die Bäume, ich schmeiße jetzt alle wieder jetzt Dinge ab. Ich glaube, da wird einiges zusammenkommen. Ich habe jetzt schon richtige kleine Megabaumplantage, muss ich echt sagen, ne? Das lohnt sich schon. Aber ich muss noch ein paar Birken machen und so alles. Ich habe ja nur Eiche, aber ich bräuchte auch noch ein bisschen Birke und so. Sollte ich vielleicht mal auch noch machen bei Gelegenheit. Was ich natürlich auch tun werde, keine Sorge. Ist hier, ne? Blip. Hier. Nee, da. Okay. So, bin ich richtig? So. So, hier wär's gut. Lauf aber weiter. Wäre hier, ne? Genau. So. Wäre bap, 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 bap. Bap wäre hier. Und hier. Mach ich noch einen hin. So. Dürfte passen. So in etwa. Und als nächstes werde ich mich mal echt drum kümmern, ein bisschen Birkenholz noch zu holen, dass ich irgendwo noch Birken anpflanze, weil das ist echt zu viel Eiche jetzt. Ja? Die nehmen einfach überhand. Und zu viel Eiche brauche ich ja gar nicht. Weil Birkenholz ist auf jeden Fall auch wichtig. Muss mal gucken, wo hier noch schön Birke steht. Gut, ich habe da ein bisschen Birkenwald, aber den will ich da auch stehen lassen. Den will ich da nicht wegmachen. Den möchte ich behalten. Okay, gut. Dann habe ich jetzt in der Folge schon anfangen, mit dem Dorfplatz zu bauen oder dem Marktplatz. Werde ich noch Birkenholz holen. Ich glaube, damit ist mehr geholfen als der Marktplatz, den ich jederzeit bauen kann. Und schnell, was das angeht. Da hole ich mir lieber jetzt noch das Birkenholz. Beziehungsweise die Birkensetzlinge. Dass ich mir auch noch eine kleine Birkenplantage aufbauen kann. In meiner unmittelbaren Nähe. Weil so weit für Holz laufen möchte ich theoretisch nicht, daher mache ich das jetzt einmal auf den Weg hier. Ist auch gerade ein bisschen schlecht, weil es anfängt dunkel zu werden. Es dämmert schon leicht in Minecraft. Daher weiß ich auch, dass die Folgenzeit, also das Folgenende nicht mehr weit ist. Weil es ist einmal ein 10-Minuten-Rhythmus, in dem es dunkel wird. 10 Minuten Nacht, 10 Minuten Tag. Jetzt weiß ich, dass fast 10 Minuten um sind. Bräuchte ich nicht mal auf meine Stoppuhr jetzt schauen, die nebenbei läuft. Aber da bin ich jetzt bei 9 Minuten. Also passt das schon mal sehr gut von der Zeit. Habe ich sehr gut geschätzt. So, jetzt muss ich nur mal ein paar Birkensetzlinge hier droppen. Dann wäre es perfekt. Oder ich komme halt nochmal hierher zurück. Das kann man natürlich auch machen. Dann gehe ich mal schnell zum Dorf zurück. Weil da habe ich ja auch Betten stehen noch. Weil es ist mir etwas zu riskant, muss ich sagen, jetzt hier zu bleiben. Da gehe ich lieber mal zum Bett schlafen und komme später wieder.
In sicheren Hell. Seht ihr, hier sind schon drei Zombies. Die haben schon auf mich gelauert, die Säcke, und da ist ein Skelett. Da kommt schon alles zusammen hier. Das tut schon alles auf mich warten im Prinzip. Und sagst du so, na komm nur, wir warten auf dich, da Steffen zockt. Wir wollen dich umbringen. Aber das gönne ich den mal jetzt überhaupt nicht. Ich bin ja ein Tiger, wie ihr seht. Daher bin ich schnell wie der Wind. Und die kommt ja nicht hinterher. So. Oh, du scheiß Zombie, Kanaklu. Komm her. Willst du mich verarschen, dumme Drecksau? Komm her. Hä? Du Stalker, du Spanner, du elendischer. So. Elendischer Saudackel hier. Mich beim Schlafen beobachten. Was für pervers, Link. Wer weiß, was der für Gedanken hat in den Hinterkopf, ey. Das ist ja echt widerlich, hä? Wo ist denn jetzt schon wieder Monster? Hä? Spiel? Verarscht mich ja nicht, ne? Ich weiß, Minecraft, du bist ein reines Mobbing-Game, aber nicht mehr mit mir. Ich lasse mich nicht von dir mobben und ärgern. Kannst du mal schön vergessen, Minecraft. Die Zeiten sind schon lange vorbei, dass du mich hier ärgern kannst. Darauf lasse ich mich nicht mehr ein. Irgendwann ist aber Schluss hier mit lustig, Minecraft. Da kannst du mich nicht mehr ärgern. So, gut, da holen wir uns mal jetzt doch schnell die Setzlinge. Weil die würde ich schon gerne noch schnell einsammeln und sichern, dass ich mir hier vorne dann eine Plantage machen kann. Gut, hier haben wir auch noch mal zwei Pferde, muss ich mal merken. Die muss ich mir auf jeden Fall noch holen. Für meine Stallung. Aber wo habe ich die jetzt abgehakt? Da, ne? Genau, da war's. Ich wollte sagen, hä? Das war doch hier. Jetzt habe ich mich gerade selbst ein bisschen verwirrt oder verpeilt oder keine Ahnung was. Ehrlich? Wo sind die ganzen Setzlinge hier? Ich brauche Setzlinge, verdammt. Kommt ran hier. Ich brauche euch. Ich muss euch aufforsten. Alles, was ich abforste, muss ich auch wieder aufforsten, lieber Birkenwald. Sonst kriege ich Ärger von der Greta Thunberg. Die verprügelt mich sonst. Und sagt, du Bastard, du hast den Regenwald abgeholzt. Dafür wirst du büßen. Oh Mann, mach ich die gerade wieder doof. Okay, was soll's. So, na gut, da kommen noch ein paar Setzlinge rausgeflutscht. 10 Stück. Damit kann man es anfangen. 10 ist besser als 0. 12. 13. Ja, das ist doch gut. 14. 15. Alter, 16. 17, 18, ach, das reicht locker aus. Hoho. Damit kann ich eine riesige Birkenplantage aufbauen. Das kann ich euch sagen. Das lohnt sich doch richtig. Aber ihr merkt euch, dass ich das jetzt hier hingebaut habe, das Schloss, ne? Und die Form ist automatisch der Weg zum Dorf auch gar nicht mehr so weit weg, ne? Hat sich dadurch wirklich verkürzt, der Abstand zum Dorf. Aber so muss es auch sein. Umso kürzer der Weg, umso besser. Und die Birkenplantage, die werde ich jetzt einfach mal hier anbauen.
Fangen wir einfach mal hier an, an der Ecke. So, so, na. So, 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 gut. Da machen wir mal 1, 2, 3, 4, 5. Hier eine. 1, 2, 3, 4. Na gut, das wird nichts mehr. 1, 2, 3. Na gut. Man könnte hier vielleicht noch eine. Hier noch eine. Rein theoretisch vielleicht da noch eine. Da hypothetisch. Mal gucken, ob es wächst. Wir probieren es einfach mal. Was wird? Wird, was nicht wird, wird nicht. So einfach. So, dann noch da einer. Da einer. Okay, jetzt sind sie schon alle. Gut. Da haben wir doch schon gut ausgebaut hier. Kann man sich nicht beschweren. Kann da schon mal ein bisschen was wieder wachsen an Birken. Das ist schon mal sehr gut. Weizensamen kommen wir erstmal hier. Na, hierher. So, dalle. Auf jeden Fall komme ich richtig gut voran hier. Also bin echt zufrieden. Und jetzt werde ich auch erstmal die Folge beenden. Bin schon wieder bei 17 Minuten. Habe ich ganz schön verplappert hier, weil ich ja so am Bauen war. Hoffe natürlich, dass ihr wieder viel Spaß hattet beim Zuschauen und das nächste Mal dabei seid, wenn ich für euch Let's Play Minecraft von der PS4 aufnehme. Was dann natürlich die nächste Folge nächste Woche Montag wäre, Dienstag wäre. Bis dahin wünsche ich euch natürlich eine schöne Zeit. Lasst euch nicht ärgern und bleibt mir gesund und treu gewogen. Und ja, dann sage ich einfach mal bis Dienstag zur nächsten Folge. Und ja, möge natürlich wie immer die Macht und das Minecraft-Blut mit euch sein. Euer Darth Steffen Zockt wünscht euch noch ein schönes Wochenende, einen schönen Samstag und genießt den Tag. Ciao, ciao. Ciao und lasst gerne ein Like oder Abo da, würde mich sehr darüber freuen. Bye bye.